Was ist das ertragreichste Gemüse, das es gibt? Wird dich vielleicht überraschen, das ertragreichste Gemüse nach meiner Erfahrung ist die Brennnessel. Die Brennnessel ist natürlich ein Wildgemüse, die Brennnessel ist kein Kulturgemüse, aber sie ist wirklich unvergleichlich ertragreich und zwar vom frühen Frühling weg bis zum ersten Frost, zum ersten starken Frost. Was haben wir hier? Jetzt ist gerade Frühling, es ist gerade Mai. Und wir hatten gerade sogar eine Regenperiode, das heißt, die Brennnessel ist richtig schön gewachsen. Und das ist auch zusätzlich der Grund, warum ich diese Brennnesseln hier so richtig gut angreifen kann. Denn je feuchter der Boden, desto weniger Brennhaare bilden Brennnesseln aus. Das heißt umgekehrt auch, kleiner Tipp gleich zum Ernten, wenn es eine Trockenperiode gibt im Sommer, sei vorsichtig beim Ernten, dann brennen diese Brennnesseln richtig stark. Jetzt im Moment, im Frühling, wo die ganz frisch sprießen, im Mai nach Regen, sind die praktisch problemlos anzugreifen. Warum ist Brennnessel das ertragreichste Gemüse meiner Meinung nach? Erst einmal herzlich willkommen bei der Landluft und wir steigen jetzt gleich ein. Einen Grund habe ich dir schon genannt. Erster Grund ist das ganze Jahr, die ganze Vegetationsperiode so. Wenn es frostet, dann sind Brennnessel nicht da, aber sonst von Frühling bis Herbst Brennnessel sind die ganze Periode lang erntbar. Im Frühling erntest du diese Spitzen hier. Du nimmst einfach, du kannst, je nachdem wie frisch und wie saftig sie sind, kannst du so lange Teile nehmen. Das Kriterium ist immer, was kann man mit dem Fingernagel noch zerteilen. Wenn das mit dem Fingernagel nicht mehr zerteilbar ist, sind die Stränge da drinnen schon zu stark verholzt und das können wir dann nicht mehr gut essen. Da haben wir dann Fäden zwischen den Zähnen und können das auch nicht gut verdauen. Es sind zwar Ballaststoffe, also wenn du möchtest, ist kein Problem, aber es schmeckt dann einfach nicht mehr so gut. Die ganz frischen Triebe, später im Sommer wird es dann nur ungefähr so viel sein, lassen sich ganz, ganz super in der Küche verarbeiten zu Spinatmischungen, zu Gemüsemischungen, zu allen möglichen, in Suppen dazugeben. Du kannst natürlich auch Tees dazu machen. Ich habe ein Buch geschrieben, Haustee selber machen. Da kommt die Brennnessel natürlich auch vor. Ich verlinke es dir einmal. Und du kannst aus diesen Brennnesselnblättern alles machen, was du aus anderem grünen Gemüse machen kannst. Du kannst es auch roh essen. Allerdings musst du dann am besten diese Blätter erst einmal mit dem Nudelwalker, mit dem Nudelholz richtig durcharbeiten, damit wirklich auch die Brennhaare weg sind. Die sind unangenehm auf der Zunge. Das ist das, was du im Frühling bzw. das ganze Jahr machen kannst. Dann später, wenn die Brennnesseln größer werden, dann beginnen sie zu blühen. Brennnesseln haben solche länglichen, hängenden Blüten. Und zwar auf den einen Pflanzen sind weibliche Blüten, auf den anderen Pflanzen sind männliche Blüten. Du kannst beide essen. Sie sind windbestäubt, deswegen sind es keine großen, bunten Blüten, sondern kleine, grüne Blüten. Denn der Wind braucht keinen Duft und braucht auch keine Farben, damit der Pflanzen bestäubt. Der weht einfach so und bringt die Pollen zu den weiblichen Blüten. Die Blüten kann man wirklich auch ganz, ganz wunderbar in der Küche verwenden. Ich liebe zum Beispiel Brennnesselblüten in Butter und Knoblauch ein bisschen angeröstet und dann aufs Brot. Schmeckt ganz, ganz super. Und du kannst die Blüten auch sonst in Eintöpfe geben, in Suppen geben, alles Mögliche. Dann, wenn das Jahr noch weitergeht, so ab August, je nachdem, wo du wohnst, manchmal auch schon früher, manchmal auch schon im Juli, bis dann in den Herbst hinein, fruchten die Brennnesseln. Da werden diese weiblichen Blütenstände bilden ganz kleine, dreieckige, so 1 mm große, dreieckige, schaut ganz, ganz süß aus, Früchte aus, die randvoller, wertvoller Öle sind. Und auch Vitamine, aber die Öle sind bei den Früchten wirklich das Vorherrschende. Und diese Früchte kannst du ernten und von den Stielen quasi herunterreiben, rübbeln, einfach so, dann fallen die runter und für den Winter sammeln. Und dann kannst du die Früchte den ganzen Winter lang verwenden, um es eben zum Beispiel auf Müsli zu geben, um es in den Salat zu geben, auch in Suppen zu geben. Diese Früchte sind recht würzig, wie auch getrocknete Brennnessel selbst, also du kannst auch damit würzen
Und nicht umsonst sind gerade diese Früchte, aber die ganze Brennnessel, als Superfood bekannt. Also du brauchst da nicht irgendwo Sachen bestellen vom anderen Ende der Welt, sondern du kannst ganz, ganz super Geld sparen, indem du in deinem Garten einen oder mehrere, bei uns sind es mehrere oder viele, richtig schöne große Brennnesselstauden stehen lässt und die wirklich vom Frühling an bis in den Herbst hinein beerntest und damit einen unglaublichen Ertrag erzielst, bei dem meiner Meinung nach, ich glaube, wirklich überhaupt kein kommerzielles Gemüse mitkommt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Verarbeiten von Brennnesseln und lass es dir gut schmecken. Schönen Tag.